coole Videos um 19 Uhr. Wie immer mit der Kapelle für die dritte Metal. Und immer noch abgesagtesten Band der Welt. Leger. Pumpolo, fröhliches Corona allerseits. Wir sind Leger, wir heißen auch so. Wir sind die Band ihresgleichen, sucht Akzente, setzt nichts aus, ist nichts bereist, herausragt. Wir sind die abgesagteste Isolierband der Welt, aber immer noch eure Kapelle für die dritte Welle. Und wir, das heißt die Dani und ich, heißen euch sehr, sehr herzlich willkommen zu einem weiteren coolen Video um 19 Uhr. Richtig, es ist Sonntag, der 28. März. Und wir gratulieren an dieser Stelle ganz recht herzlich der lieben Petra in Aachen. Wir hoffen, du haust heute mal richtig auf den Busch. Ja, herzlichen Glückwunsch von uns allen hier, also uns zweien. Die zweite Woche, dritte Welle, ist, habt ihr schon quasi überstanden. Sehr gut, nicht schlecht. Es kommen noch 18 weitere Wochen, aber ihr seid ja jetzt schon so ein bisschen im Groove drin. Deshalb freuen wir uns, dass ihr uns mal wieder beehrt. Sonntags ist bei uns Wünschezeit, Wünsche-Sonntag. Wir haben heute uns einen Wunsch ausgesucht, da gab es ein kleines Problem. Der Wunsch kam irgendwann in der zweiten Welle und da hieß es, spielt bitte mal Vincent. Und da haben wir gesagt, das ist eine tolle Idee, aber... soll das jetzt das fantastische Sarah Connor Lied sein, das aus den irgendwann letztem Jahr, vorletztem Jahr stammt? Oder das ebenfalls ganz exzellente Vincent von Don McLean, was viel, viel älter ist? Wir wussten es nicht genau. Wir haben gesagt, wir machen es heute beide. Heute gibt es nur Vincent-Lieder. Wir fangen an mit dem etwas moderneren. Vincent kriegt kein Hoch, wenn er an Mädchen denkt. Er hat es oft versucht und sich echt angestrengt. Alle seine Freunde spielen GTA. Vincent taucht lieber ab und tanzt zu Beyoncé. Ich glaube, ich will das nicht.
Kinder und einen starken Mann. Er hätte nie gedacht, dass man so lieben kann. Wegreißen lassen, einmal kurz in die falschen Tasten gegriffen. Es hätte X-Dur sein müssen anstelle von Cissis-Moll. Cissis-Moll. Ja. Kommen wir zu etwas Neuem, was wir noch nie gemacht haben. Und wenn ihr an Vincent denkt, an wen denkt ihr dann unter anderem? Vincent Raven. Raven. Den großen Magier. Und als ich jetzt die letzten Tage mit diesen Karten immer dran war, habe ich gedacht, wäre es nicht mal Zeit für einen mega coolen Leger-Kartentrick? Ja, es ist ein mental-magischer Trick, ganz im Sinne von Vincent Raven, und ich brauche eure Mithilfe. Ihr seid meine Freiwilligen, ihr macht alle mit. Wir haben hier 5 Karten. Diese 5 Karten sehen so aus. Ihr sucht euch eine Karte aus. Konzentriert euch auf eine einzige Karte. Haltet eure eigene Karte im Kopf. Schaut sie euch an. Wir tun die Karten. Drehen sie um. Tun sie alle wieder zusammen. Und durch einen Trick, der nur auf YouTube funktioniert, ist das jetzt dein persönliches Video. Wir mischen die Karten kurz. Fächern sie auf. Ich schaue sie mir an. Ich weiß genau, was du gedacht hast. Und ich nehme die hier aus. Und jetzt, Achtung, deine Karte ist verschwunden. Unglaublich, aber wahr. Und Achtung, ab jetzt ist das wieder das Video von allen. Jetzt sind wir wieder alle im gleichen Video. Eigentlich ein super Trick. Alter Trick, aber ich mag ihn trotzdem gerne. Es gibt leider nichts zu gewinnen. Wer will, darf trotzdem für uns kochen. Also, da sind wir ja nicht so. Ach, gleich. Kommen wir zu einem weiteren Lied namens Vincent. Dieses Lied handelt von einem, wie soll ich sagen, abgesagten Künstler zu seiner Zeit. von dem großen Vincent van Gogh. Bist du da? Ja. Starry, starry night. Paint your palette blue and grey. Look out on a summer's day, where's eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills, in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflecting Vincent's eyes of china blue, colors change in you. Morning fields of amber gray, weathered faces lined in pain,
are those beneath the artist's loving hand. Now I understand what you try to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left inside, on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the stranger that you've met. The ragged man in ragged clothes, the silver thorn of bloody rose, like crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Vincent von Don McLean. Ja, fantastisches Lied, wunderschönes Lied. Ein tolles Lied, um damit in einen entspannten Sonntagabend zu starten und dann morgen auch wieder in eine neue Woche reinzugehen. Die dritte Woche liegt vor euch. Dritte Woche, dritte Welle. Juhu. 3-3-3, bald gibt es eine Keilerei. Also zumindest, keiner weiß es. Nein. Vielleicht machen wir das hier irgendwann auch mal. Kloppen. Promi-Boxen. Vielleicht so. Ihr könnt euch anmelden. Also. Nein, ihr dürft keinen Promi boxen übrigens. Also, außer wir bringen einen Promi mit. Ist egal. Oh, es ist so eine schöne Idee. Wenn es euch gefallen hat, tut gerne was in unseren virtuellen Hut. Ansonsten habt einen schönen Sonntagabend, habt eine schöne Woche. Wir sehen uns Donnerstag und bis dahin bleibt gesund. Ich wüsste so viele Promis, die mir einfallen, die man boxen könnte. Sind ja gerade ein paar frei geworden.